Moin moin, hallo, willkommen zusammen zu LSC10. Ja, also ich habe mir jetzt einen neuen Hof gekauft. Jetzt muss ich auch tatsächlich mal gucken. Irgendwie habe ich mich hier total verfahren. Ja, ich bin aus Losberg raus und dachte mir so, ja, komm, kaufst einen neuen Hof. Jetzt habe ich mich hier total verfahren, wirklich. Und ja, also der Hofbesitzer meinte noch so, ja, das ist irgendwo abgelegen, muss mal gucken, findet man eigentlich. Ich finde hier gar nichts. Ja. Ich habe mal vorbeigeguckt, irgendwie so im Internet, es soll da schon Maschinen irgendwas stehen. Ja, weiß ich aber nicht. Also ich habe bis jetzt noch nicht irgendwie mal gucken können. Keine Ahnung, was jetzt hier steht und was jetzt hier nicht steht. Aber eine Sache ist sicher. Hier habe ich mich verfahren. So, fahren wir mal hier ins Waldstück rein. Vielleicht ist das ja, das kann ja eigentlich nur richtig sein. Weil Wald, das ist ja abgelegen. Wie gesagt, also... Er meinte auch, es ist vorher ein Wald irgendwie. Mal sehen. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Also hier Gras irgendwie so. Es sieht irgendwie... Wobei das eher aussieht, als wenn es hier gleich auf dem Forsthof geht. Aber mal sehen. Bin auf jeden Fall echt mal gespannt. Gucken wir mal. Was denn jetzt hier erwartet. Treibstoff geht auch gerade ganz schön nach unten. Ja klar, nach so einem Weg jetzt hier, den ich zurückgelegt habe, ist Wahnsinn. Milchviehbetrieb soll auch irgendwie ganz in der Gegend sein. Ich glaube es aber halt nicht. Weil das sieht nicht aus wie Milchviehbetrieb. Da vorne könnte Hof sein. Ja, sind das da vorne Maschinen irgendwie? Das könnte richtig sein. Jetzt hoffe ich bloß mal, dass ich auch gleich eine Zufahrt noch irgendwie finde. Ah, hier, okay. Einfach immer den Weg so ein bisschen. Ja, jetzt hier rein oder noch nicht? Ich kann ja nicht einfach aufs Grundstück fahren, das geht ja nicht. Es ist mir gerade ein bisschen zu heikel. Ich kann dem doch nicht einfach auf den Hof fahren. Milchviehbetrieb Huber. Ja, das sieht richtig aus. Also Huber hieß der, glaube ich. Jetzt weiß ich allerdings nicht, jetzt hier einfach rauffahren? Echt jetzt? Nein. Das kann ich echt nicht bringen. Also ich kann jetzt hier nicht einfach... Doch. Was kommt denn da oben noch alles? Erstmal gucken. Ah, okay, hier ist diese Stadt Gamsting, was er gesagt hatte. Dieser komische Herr Huber. Also ich weiß jetzt echt nicht. Boah, bin ich überfragt. Also hier ist schon mal die Tanke. Nehme ich gleich mal ein bisschen Treibstoff mit. Kann ja nicht schaden. Okay. Ja, ich guck mal, das muss ja. Das kann ja nur das sein. Wenn das jetzt nicht richtig ist, dann weiß ich auch nicht, dann fahre ich nochmal gucken, aber. Huber, das hört sich auf jeden Fall richtig an. Mal sehen, mal sehen. Ist auf jeden Fall sehr abgelegen, dieser Ort hier in allem, also... Ich glaube, hier war das, ne? Hier rein. Ja, genau. Und dann hier rein. Dann stehe ich jetzt allerdings gleich mitten bei dem auf dem Hof. Ohne irgendein Tor oder was, da stehst du mitten drauf da und... Pff, tja. Einfach mal Ruf auf dem Hof. Also das ist ja echt... Nee. Hier soll das sein? Hier? Ja doch, das sieht richtig aus. Ja doch. So da auf diesen ganzen Google-Bildern auch aus. Ah, hier haben wir die Maschinen. Okay. Ja, also hier ist das wohl. Dann parke ich gleich mal mein Auto.
Und dann werden wir doch mal sehen, ob wir jetzt hier, also ich, er meinte auch, wenn ich das Ganze hier finde, kann ich direkt schon anfangen. Kein Problem. So. Jetzt gucke ich mal. Ja, das ist da, das hat er hier. Was haben wir noch alles? Ja. Also, ich würde mal sagen, das ist ein großer Fuhrpark, was wir hier haben. Ja. Guck ich mal noch hier rein. Nee, das ist Werkstatt. Haben wir... Ah, hier haben wir noch ein Fendt drin. Okay. Ja, das ist schon... nicht schlecht gemacht, würde ich sagen. Da haben wir noch einen John Deere stehen. Und noch einen Mähdrescher. Den meinte er aber, soll ich mal lieber austauschen noch. Weil der hat auch schon etliche Jahre auf dem Buckel. Ah, okay. Hier, boah, hier hinten sind auch noch drei Fahrzeuge. Wahnsinn. Also hier ist er mal auf jeden Fall richtig. Dann würde ich sagen, lege ich einfach mal los jetzt hier mit der Arbeit komplett. Und fahre mal ein bisschen Mais abholen. Aber wo war jetzt gleich das Maisfeld? Dann fahre ich lieber Dünger erstmal. Ich muss erstmal gucken, was haben wir denn alles zu tun. Okay. Wenn er hier ist, dann muss er... Hier ist das Feld. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir da gleich mal hin. Und düngen mal eine Runde. Oh, Goldnugget. Zack. So, aber jetzt mit dem Dünger auch ein bisschen. Vielleicht stellen die Hühner frei rum. Okay. Ja, dann fahren wir doch jetzt erstmal Dünger abholen, glaube ich. Okay, dann fahren wir jetzt einfach ab zum Händler. Also hier wieder runter. Ah, da haben wir auch den Güllewagen stehen, okay.
Ja, das war ja auch mit versprochen, dass da ein Kühlewagen definitiv mit drin ist. Nun hätte ich aber gedacht, dass der woanders steht und nicht da einfach so im Stall drin, aber okay. So, dann wollen wir doch mal sehen, wo der Händler jetzt genau ist. Wie gesagt, ich habe hier noch gar nicht irgendwie mich umsehen können. Bin liegen geblieben mit meinem Fahrzeug irgendwann. Habe dann ja Gott sei Dank irgendwie noch was gefunden. Um dass mein Auto wieder läuft, aber naja, gut. So. Jetzt wird's interessant, wo denn sich der Händler befindet. Jetzt muss ich doch halt mal gucken. Okay, wir sind erstmal am Ende dieser Folge. Ich werde hier mal gucken, dass ich das alles hinbekomme mit dem Düngen. Und sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Abo da und auch ein Like. Wenn euch das jetzt so gefällt, wie das hier weitergeht. Auch ab in die Kommentare und bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.